Jo und herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars, die komplette Sache. Schönen Gruß an euch, Crows da draußen. Wir sind wieder zurück bei Lego natürlich. Wie soll es uns anders sein? Und wir sind, glaube ich, mit Episode 3, letzte Folge, fertig geworden. Und daraufhin starten wir einfach mal die Episode 4. Was heißt Episode 4? Kapitel 4 natürlich. Rette die Prinzessin. Letzten Kapitel oder letzten Folge oder letzten Part, wie man auch nennen will, einfach waren wir ja mit Obi-Wan Kenobi unterwegs und Luke Skywalker, die natürlich, wie heißt er denn? Hans Solo, Mensch, Junge, fällt mir der Kackname nicht ein. Hans Solo, sind wir ja mit dem Falken, Millennium Falken abgedüst, kurz bevor uns die Sturmtruppen fangen wollten. Daraufhin wurde die Prinzessin aber festgenommen, ihr Planet wurde zerstört durch Demonstrationszwecken des Todessterns, wie machtvoll der doch ist. Und nun hatte sie den Stützpunkt der Rebellen freigeben. Also es gibt ja immer die Rebellen gegen die Sturmtruppen. Wir gucken uns jetzt kurz mal den Movie an und dann erzähle ich nochmal, was genau passiert ist. So, meine lieben Freunde, nach der Zwischensequenz sind wir wieder zurück mit Hans Solo im schönen Trooper-Outfit. Ja, die Prinzessin wurde ja nun gefangen genommen und die haben daraufhin den Planeten zerstört. Sie hat davor aber noch, weil sie ja ihr unter Druck setzten und sagten, wenn du uns den Aufenthalt von der Rebellentruppe sagst, dann verschonen wir deinen Planeten, was sie natürlich nicht gemacht haben. Die haben natürlich trotzdem den Planeten, so sind nun mal die Bösewichter, kennen wir ja. Nicht anders aus die Filme. Die machen trotzdem alles kaputt oder zerstören alles. Na, und jedenfalls sind sie jetzt auf dem Weg mit dem Todesstern zum Rebellenstützpunkt. War der auf Endor. Genau, auf Endor war der. Um die halt zu zerstören, ne? Ist ja wohl logisch. Also den Planeten kalt zu machen. Weil der Todesstern hat so einen Strahl, der dauert zwar, bis er aufgeladen ist. Aber wenn er erstmal aufgeladen ist, dann geht's richtig ab. Dann geht die Post richtig ab und dann ist auch kein Planet mehr sicher. So, wir brauchen hier auf alle Fälle. Die Helme sollten wir auf alle Fälle mitnehmen. Chewbacca setzt den halt ein bisschen anders auf, ne? Er ist halt ein außergewöhnlicher Charakter. So, die anderen. Das Problem ist, wir brauchen einen Helm zum Abschluss. Also, na gut, wir werden den jetzt natürlich nicht bis zum Ende behalten. Wir versuchen natürlich unser Bestes. Aber wenn man den Helm bis zum Schluss behält, kriegt man nämlich einen Erfolg freischalten. Also für alle, die da draußen auf Trophäenjagd sind oder Erfolgsjagd sind. Ja, hier kriegen wir ein Minikit, das können wir aber erstmal später machen. Wir wollen jetzt erstmal die Mission durchzocken. Ich habe ja gesagt, dass wenn wir mit der Mission alle durch sind, alle leveln, dass wir dann natürlich die 100% machen. Das ist natürlich kein Problem, das machen wir auch. Wie gesagt, ich hatte schon mal die 100%, das sollte eigentlich kein Problem sein. Und nachher bekommen wir ja sowieso rote Steine. Und ein roter Stein ist ein Detektor. Gut, jetzt haben wir schon den ersten Helm verloren. Aber ist egal. Weil wir bekommen noch locker 2-3 Helme. Oh, hier können wir die Jalousien hochziehen lassen oder zur Seite kippen. So. Hier erstmal wieder eine Runde bauen. Das ist halt auch das Lustige an dem Lego-Spiel, dass man Lego-Steine zusammenbauen kann, ja. Ich meine, ist zwar ein Lego-Spiel, also das erübrigt sich ja einfach dazu sagen, aber es gibt auch Lego-Spiele, wo man nicht zusammenbauen muss, weil es ja schon alles zusammengebaut ist, weil es nur in der Lego-Optik ist. Aber die haben es hier halt gleich genutzt.
Man ist im Lego-Spiel, also natürlich auch Lego-Steine zusammenbauen ist doch kein Problem oder sollte doch eigentlich so sein. Ich weiß ja nicht, was ich sage. Ich krieg mich schon wieder Kopf und Kragen hier. So, was haben wir? R2D2, der hat natürlich die Tore gemacht. Ich muss mal kurz hier mal abchecken. So, und wir haben natürlich gesehen, dass wo ist ein Zebra? Oh, ach, der ist abgehauen. Ne, die sind ja hier drinnen, genau, stimmt, die sind da gefangen. Und wir haben gesehen, dass hier, wie heißt er denn? Darth Vader. Mann, bin ich doof oder was? Darth Vader die Macht spürt. Also, Obi-Wan ist ja nun mit dabei von uns hier. Und er spürt natürlich die Macht von Obi-Wan. Das ist ja sein alter Lehrer, wir wissen es ja, ne? Anakin Skywalker war ja der Padawan-Schüler von Obi-Wan Kenobi. Jeder kennt die Story. Und auf alle Fälle. Oh, die müssen wir hier ein bisschen kalt machen. Und daher spürt er die Macht von seinem alten Meister. Und die werden natürlich ja, ich rede einfach nur Blödsinn. Also, Leute, hört einfach nicht, was ich hier erzähle. Ich quatsche die ganze Zeit nur Nonsens. Das ist ja schrecklich, Alter. Also, gut. Man muss bedenken, es ist gerade 10 Uhr morgens. Ich nehme hier frisch auf. Ist alles so nicht... Ah, nein, scheiße, wir brauchen ja die Steine. Mann, Mann, Mann. Oh, den sammeln wir nur ein. Da hinten ist nämlich, sind nämlich auch noch ein paar Steine. Die müssen wir auf alle Fälle auch holen. Genau, so. Und dann gab es hier ein verzwicktes System. Hier musste man, konnte man auf... Gut, hier kommt nur R2-D2 rüber mit seinem Fliegen oder halt ein Doppelsprung-Typ. Wir haben leider keinen dabei. Kann man natürlich erst wieder machen, wenn man die 100% machen will. Daher können wir nichts machen in der Hinsicht. Aber wie gesagt, ich wiederhole es nochmal gerne. Das werden wir alles machen. Also wir werden auf alle Fälle die 100% machen. Da ist nämlich auch wieder ein Minikit. So, wir holen uns hier nochmal Helmverstärkung. Vielleicht können wir ja diesmal bis zum Ende behalten. So. Na, ein Viertel haben wir schon von den... Nein! Scheiße, wir brauchen doch die Punkte, Mensch. So. Irgendwie musste man hier die Kamera kaputt machen, genau. Damit keine Leute rauskommen. Und dann konnte man hier, glaube ich, hoch, ne? Ach nee, R2-D2 brauchen wir hier, aber hier, oder? Nee, oh, R2-D2, wir brauchen überall R2-D2 und R2-D2 ist unser Mann. Unser Mann, der alles kann. Unser Droide, der alles kann, natürlich. Oh, jetzt wollen wir mal Obi-Wan Kenobi hier helfen. Einen alten Sack, damit er mal hier die Sachen hier aufmacht, dann müssen wir hier rüber können. So, dann hat er die... Ja, genau, er wollte ja die Generatoren abschalten wegen dem Traktorstrahl. Wir wurden ja von dem Todesstern gefangen genommen. Haben wir ja in dem Movie gesehen. Wir konnten nichts dagegen machen. Wir konnten nicht im Hyperraum... Nee, ich glaube, der Hyperraum war zu ja kaputt, ne? Also im Film war das, glaube ich, so. So, was können wir hier noch machen? Erstmal ein bisschen zerstören. Ja, und anhand der Lego-Spiele, muss ich sagen, bis jetzt... Also, Lego Star Wars ist extrem cool gemacht, auch gut umgesetzt. Aber momentan, muss ich echt sagen, ist mein Lieblings-Lego-Spiel von der Reihe. Hier, wie heißt es denn? Lego Jurassic Park World. Jurassic Park finde ich ja sowieso cool, also die Filme. Die sind sehr schön gelungen und der neue ist eigentlich recht cool gemacht, muss ich sagen. Außer wo
Na gut, die Dinos sind halt sehr viel animiert jetzt, heutzutage. Ist ja auch alles machbar. Aber damals, wo der erste Film kam, war noch nicht so viel animiert, sondern alles Electronic. Electronic, oder wie die das immer hieß. Also LucasArts hatte der. Nee, Steven Spielberg hatte doch irgendwie immer genannt. Und daher finde ich die. Ach, die Strahls kann ich nicht ausweichen? Das ist natürlich krass. Oh, weg hier. So, hier brauchen wir die böse Macht, da brauchen wir einen dunklen Jedi. Ich weiß immer ja nicht, warum so viele hier kommen. Wir brauchen einen Helm. Wir brauchen einen Helm, Leute. Hier kommen wir ja nicht durch, oder? Nee. Danke. Ja. Wir brauchen einen Helm? Mensch, hau doch mal ab. Gibt's doch ja nicht. Also, wisst ihr, Leute. Nee, wir brauchen einen Helm. Hier, zack. Lieber ihm auch noch einen Helm, man weiß ja nie, ne? Und jetzt erstmal. Die kommen ja immer mit dem Enterhaken da hoch. Und von daher. Die halten ja richtig krass aus, was? Also drei Schuss. Ist schon krass. Jetzt sind nämlich, glaube ich, die Piloten, ne? Von die Raumschiffe. Möchte ich meinen. Ich kann mich auch irren. Aber ich glaube, es war so. Oh, hier müssen wir natürlich wieder ein Hebelchen bewegen. Hier müssen wir, glaube ich, zu zweit hoch agieren. Ne, doch nur einer. Später in anderen Lego-Spielen musste man auch zu zweit so eine Teile bedienen. Also die, es hat sich schon einiges gemacht in den Lego-Universum. Die Spiele wurden immer besser, immer auch detaillierter. Also was heißt detaillierter? Aber die Umgebung war halt mehr gemacht. Also mehr, sag ich mal, ausgeschmückt. Klar. Da oben war noch ein Minikit, aber dafür können wir jetzt erstmal nichts machen. Weil wir haben R2-D2 nicht. Das ist das Problem. Ne? So, jetzt müssen wir natürlich erstmal hier die ganzen Computer zerstören, dass sie keine Hilfe rufen. Weil so geht es nämlich nicht, Leute. Und gleichzeitig können wir natürlich unsere Münzen aufstocken. Unsere Stats. Unsere Lego-Stats. Jo, da ist das erste Minikit. Das werden wir uns aber nicht holen, weil wir ja die 100% machen wollen. So, hier müssten wir eigentlich Jedi-Mächte machen, aber wir haben leider keine Jedi-Mächte. Von daher können wir da selbst auch nichts machen. Jetzt muss ich erstmal hier, glaube ich, genau, den Schalter. Ein Glück haben wir noch einen Helm. Ein Glück haben wir noch einen Helm. Weil sonst wäre es nämlich richtig arglich. Aber wir haben noch einen Helm. Oh, jetzt hat er uns den abgeschossen. Das ist richtig scheiße von dir. Finde ich nicht okay. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich nicht okay. Und beim nächsten Mal gibt es auch mal richtig einen drin. So. Wie viel nehmen wir eigentlich schon auf? 13 Minuten schon. Nee. Und ich möchte jetzt auch meine Parts etwas kürzer machen. Also nicht mehr 20 Minuten. Ich möchte einfach euch nicht mehr antun. 20 Minuten. Ja, was heißt antun? Ich sage mal so. Ne? Jemand hat mir mal geraten, vielleicht etwas erstmal rum zu experimentieren und vielleicht kleinere Parts zu machen, weil die guckt man sich doch eher schneller an, als hier müssen wir natürlich mit der Macht irgendwas machen. Können wir leider nicht machen, weil wir keinen Obi-Wan Kenobi bei haben. Hier brauchen wir einen Helm. Wir haben leider keinen Helm wieder. Müssen wir uns wieder eben organisieren. Ja, und welche meinten halt, oder einer meinte halt, versucht doch mal weniger Parts zu machen. Ich denke auch, also dass kleinere Parts vielleicht vom Ansehen her besser sind, geeigneter. Ja, jetzt müssen wir natürlich extrem weit zurück, wenn wir überhaupt noch zurückkommen. Ach nee, hier ist ja der Helm. So, und dann würde ich sagen, wir verabschieden erstmal für diese Folge. Ich habe ja gesagt, ich mache ein bisschen kürzer. Ich will einfach mal testen, ob die Leute dann viel schneller das gucken. Also, wenn 15 Minuten geht, 15 Minuten kann man immer schnell mal kicken. Also immer schnell gucken. Kicken, sagen wir in Osten, gucken. Daher, wir sehen uns im nächsten Part auf alle Fälle. Ich bin raus und ciao.